Erstmal schon. Okay. Auf wie geht's? Wie gesagt, die Bunts heute eher ungewöhnlich. Ne? Eher wahrscheinlich Units, die man seltener bannt. Hier Iron Reaper und Madaus. Ich meine, klar, mit Kolossen und mit Kaff kann man dann reinchargen. Gucken wir mal ganz kurz auf das Lineup der Triarchy hier im Blau. Aktuell 1-0 vorne. Da scheint die ganze Geschichte so auszusehen. Einmal Flammenwerfer, einmal Falkos. Ansonsten sehr, sehr viel Kavallerie hier in Astig. Ein paar Bersis sind drin. Und Berserker hier aktuell komplett in die Meta geschiftet. Auf der Verteidigerseite die Baggat Munchers hier. Auch einmal Schildmaiden sogar drin. Dann hat man noch Flammenwerfer. Dann noch einmal Schildmaiden. Nochmal Flammenwerfer. Boah, ganz, ganz viele Flammenwerfer. Ganz, ganz viele Falkos. Das könnte zu much sein. Das sind jetzt wirklich so 5, 6 Key-Units. Ne, also wo man sagt, die können halt wirklich nur auf Dauer kämpfen. Mal schauen, mal gucken. Und damit geht es weiter hier ins Rückspiel. Und mal schauen. Okay, die Maus geht nicht. So. Herzlich willkommen zum Game Nummer 2 zwischen Triarchy und im Blau und Baggat Munchers in Rot. Baggat Munchers hier mit 1300 Units gegen den Angreifer mit 1200 Units. Der erste Trepp ist hier schon mal geflogen. Auch hier Priorität der Triarchy Richtung B. Gucken wir mal ganz kurz hier rein in die Defense-Werte und da scheint ihr doch schon Palastwache und ne, dann Wache mit Speer wurde auch mal ein bisschen günstiger gemacht letzten Tage. Und hier sind schon die ersten Units, die schießen schon. Ach, da müssen sie aufpassen, hier können es gleich Richtung Triborg gehen. Von hinten schießen hier die Falconettis rein. Auf A ist kein einziger Spieler. Von Rot gibt es einen auf der Mauer und einen auf dem Spot, wahrscheinlich wegen der Respawn. Und Starburst hier mit dem ersten Frag gelingt ihm das. Und von hinten hier von Circus Wings schießen die Falkos hier hinten rein. Und das ist ganz, ganz gefährlich. Und jetzt hier auch die nächsten Shenzhi Grenadiere. Baggat Munchers hier gerade mit einer guten Verteidigung. Gute Defense. Das sieht hier sehr solide. Also als rein zu pushen ist wahrscheinlich tot. Aber die Triarchie sagt sich, no fucks given. Wir pushen rein. Von hinten scheint so eine Flank zu sein. Wird dagegen vorgegangen. Müssen wir mal schauen. Wir gucken nochmal die Perspektivwechsel jetzt hier. Angreifertechnik. Nächste Trepp fliegt von hinten. Schöne Shenzhis rein. Der Triborg. Oh, der Triborg. Macht ordentliche Aua und von hinten kommt jetzt hier Cuff Charge des Todes und da geht durch. Der Cuff Charge geht durch. Oh mein Gott. Was passiert da gerade mit den Baguettes? Die werden hier gerade gut aufgeraucht, auch hinten auf dem Supply. Und der erste Push, da können keine neuen Units gezogen werden. Da geht es einfach zu massiv rein. Und mittlerweile kommt jetzt auch die A-Defense, die letzten drei Spiele zurück. Also das war gerade wirklich sehr, sehr stark gepusht. Aber wo war die Defense gegen den Haupteingang quasi, ne? Gegen die Kollegen. Und ja, jetzt wird sie weiter reingepusht. Und boah, aktuell hier Triarchie am Ausrasten. Baggat Munchers hier komplett desolat. Keine Chance. Hier komplett aufgeraucht. Die Bau geht ja auch nochmal hinten an den Dutchnail dran, aber 1 gegen 5. Keine Chance. Und das ging flott, Leute. Das ging flott. Wir gucken mal ganz kurz auf den Unit Lost Count. 93! What? Gegen 343. Halleluja. Ich bin der Meinung, die Baggat Munchers haben zu viele Key-Units. Und die verteidigen C. C wird verteidigt. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Triborg-Gebiet ohne Ende. Und auch hier wird direkt rein. Gegner darf direkt reinrennen. Eigentlich ungewöhnlich. Meistens steht er vor dem Pratschuss. Plus X rum. Und jetzt geht's hier rein. Kaiser Piken-Charge gegen den anderen Charge. Also hier die Baguettes sehr, sehr optimistisch mit dem Aufbau. Von hinten kommen nochmal Schildmaiden angerannt. Und die Flammenwerfer hier hinten. Die Flammenwerfer von Wolf sind jetzt hier key. Die müssen flambieren. Wo flammen die? Flambieren nicht! Chamla hier hinten mit den Pfote, aber auch komplett. Ah.
die Flammis. Gibt es nur noch zwei Stück, der Rest aufgeraucht. Hier Chaos. Bei den Baguette Munchers massives Chaos. Und da muss man sagen, hau. Hau. Und jetzt könnte man aber hier gegen drücken. Übrigens nur noch 830 Units bei den Verteidigern. Der Angreifer pusht hier weiter rein. Da steht noch mal Kaff. Könnte überlegen, ob man sogar rauspusht. Das ist natürlich Triebergebiet, muss man immer im Hinterkopf behalten. Mittlerweile gibt es hier aber auch schon ein, zwei Spieler, die kommen. Diesmal ist die Flanke nach hinten abgesichert mit der berühmt-berüchtigten F1-Formation, wie man es so kennt. Halleluja. Und nächsten Flammis hier noch drin. Wie gesagt, die hatten einige Flammis, hatten noch ein paar Falco-Netties dabei. Nächste Trepp fliegt jetzt hier rein, der Triebock. Trifft die nächsten. Trifft ganz gut. Zwei Stück zernichtet. Immer noch vier Flammenwerfer am Start. Die Flammenwerfer sind hier Key-Unit. Dass man überhaupt diese Position hier anpusht von der Triarchie, ist eher ungewöhnlich. Von hinten ist jetzt wieder hier der Falco-Netti-Spieler von hier oben. Also Falcos sind wieder dabei. Und damit sollte man eigentlich diesen Push aufhalten, ne, abbrechen. Und auch die Triarchie macht das. Triarchie geht hier auf die östliche Flanke. Und wir gucken mal ganz kurz nach. Oh, immer noch 260 Truppen gegen 533. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr viel. Aber wie gesagt, Key Units und sowas ist ja da. Und jetzt ist die Frage, wie aggressiv, ne, kann das Triarchie aufrechterhalten? Weil damit kommen sie gerade ganz, ganz gut zurecht. Aber mittlerweile Baguette Munchers wieder hier in Formation. Dass man C verteidigt, wie gesagt, komplett ungewöhnlich. Habe ich, wie gesagt, bei einigen Casts jetzt schon, ne, eher nicht so oft mit wahrgenommen. Jetzt geht es hier nochmal in die Flammenwerfer. Die Bau macht die Flammis tot. Wie geht das denn? Und auch Kollege Lexa geht hier rein. Bei Dilo und Yamla. Keine Chance. Keine Chance. Und mittlerweile hier der nächste Tribok am Start. Jetzt geht es hier unten ran. Jetzt kommt gleich die Berserker. Und die werden natürlich ordentlich was machen. Immer noch übrigens 10 Traps für Blau. Und von hinten kommt jetzt hier der Countercharge. Geht auf CRB und Nikos Blue. Und das war ganz, ganz gut hier. Wie gesagt, Überzahlsituation mal ausgenutzt. Aber der Main-Push von der Triarchie, der kommt jetzt noch. Der ist nämlich hier. Und deswegen sind sie gar nicht sortiert. Hinten gibt es noch mal einmal Pforte. Aber hier die ganze Flanke wird weggekauft, charged. Und nächste Trap, wie gesagt, C zu verteidigen. Optimistischer Schachzug. Der Triebock fliegt. Die Reaktion der Shenjis sind nicht da. Die lassen das nehmen. Doch jetzt kommt noch mal die Relocation. Aktuell nur noch 7 Helden. Bucket Munchers am Stein. Nur noch ganz, ganz wenige. Triarchie hier ordentlich am Pushen. Nächsten Shenjis hinten schießen rein. Und jetzt kommen wir nochmal Madaus. Nicht Madaus. Komm nicht, Feuerlanzenträger, komm nicht auf die Namen. Oh, alles aufgeraucht. Alle nicht in Formation. Die werden halt dann so schnell aufgeraucht von denen. Heieieiei. Heieieiei. Triashi hier auf dem Weg zum 2:0. Muss man eigentlich sagen, Baguette Munchers hier gerade ein bisschen überfordert. Nur noch 8 Spieler am Start. Gucken wir mal so drauf. 415 zu 800, also die KRD bleibt bestehen. AD bleibt bestehen. Jetzt geht es mit 777 Units in den letzten Positionsfight Base. Dutch Knight wird hier einfach angegangen. Wo sind denn die Mates? Wo sind die Teammates? Das bohren sie. Von hinten Kaiser Piken Charge gegen die Matalatoris. Nächster Kaff Charge kommt rein. Übrigens noch 12 Helden für die Baguette Munchers, 13 für den Angreifer und nur noch 300 Units. Also hier gerade eben die Buckets, die werden nach Hause geschickt. Aber sowas von. Uiuiuiui. Von hinten kommen nochmal Axtwerfer. Aber wo gehen die rein? Wahrscheinlich hier in die Backline. Mittlerweile auch aggressive Falconettis auf dem Sport. Also hier Triashi macht wirklich einen guten Job. Ne? Nimmt hier wirklich den Gegner Volley. Buckets kommen nicht mehr zurück. Einfach unsortiert ohne Ende. Eieiei. 6 Helden für die Buckets nur noch.
Nächste. Damit ist es raus und vorbei. GG. Und zum Schluss überrannt. GG an beide Teams und Gratulation an die Triarchie hier zum 2:0 und zum ersten Sieg in dieser Liga. Wer hätte das gedacht? Durchgerannt. Also die Defense hier auf B fand ich ganz vernünftig. Und ja, dann war es natürlich vorbei.